Yennefer's suspicions proved true. Ciri had appeared in Skellige. She'd arrived from another world together with a masked mage. She and the mage had fought the Wild Hunt before fleeing through portals that carried them to Velen. There, one trail ended, another began. A good time later, the Wild Hunt had reappeared on Hindisfjall, meaning Ciri, too, might have returned to Skellige. Moinsen, Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Ich bin Gerald von Riva, gelernter Boxer. Und deswegen werden wir uns jetzt auch mit Olaf messen fahren. Dazu brauchen wir ein Boot, denn wir müssen ja irgendwie da hin. Ach, wir fahren da noch gar nicht hin. Wir gucken uns nämlich erstmal auf der Insel um und dazu brauchen wir auch kein Boot, sondern ein Pferd. Und dazu müssen wir erstmal den richtigen Weg finden. Welcher ist der richtige Weg? Richtige Weg? Offenbare dich uns. Links rum, okay. Und dann hier an diesem Haus vorbei. So, und hier können wir uns gleich mal eine Plätze rufen. Ich denke, wir müssen in die Richtung, ne? Jupp. Es funktioniert in beide Richtungen. Also wir können hier gerade noch mal an den Klippen vorbeigucken. Wie kommen wir da hin? So, da müssen wir hier vorm Gebäude irgendwie links lang. Ja, das sieht total sicher aus. So, hier können wir auf jeden Fall uns mal umschauen. Ob es hier noch irgendwas gibt. Ein Schneehäschen zum Beispiel. Ein Strand. Da unten ist Ululas Nadel. Da waren wir schon ein, zwei Mal. Ich denke, hier wird es nichts mehr geben, oder? Schneehäschen, gibt es hier noch was? Erzählt mir mal. Aha, wenn wir uns da noch links halten, kommen wir auch nochmal. Ach, weiße Myrte. Kommen wir da auch nochmal. An so einen kleinen Sackgassenpfad. Da geht unsere Lebensanzeige direkt an. Ja, vielleicht nur wegen unserer Ausdauer. Und hier kommen wir dann zu dem Strand runter, oder was? Ja, hier kommen wir zum Strand runter, an dem wir gar nicht wollen. Was gibt's denn hier? Ein bisschen Schöllkraut nehmen wir mit. So, Klötze! Komm mal her. Da bist du. So, und dann reiten wir. Wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, Plötzchen-Navi zu folgen, ne, sondern wir müssen uns an dem grünen Marker orientieren, nicht an diesen weißen Punkten. Ja, schöne Insel eigentlich, ne? Ich weiß nicht. Ist hier irgendwas noch? Links rum? Oh ja, da ist ein Haus. Und genau da wollen wir hin. Wir werden den Weg dann noch weiter verfolgen. Aber erstmal wollen wir da oben hin. Ist hier ein Monster? Scheinbar nicht. Vielleicht gibt es also einen versteckten Schatz. Okay, es gibt sowas ähnliches wie Monster. Und hier wird es bestimmt auch gleich Pfeile regnen. Bin ich mir fast sicher. Einmal zaubern bitte. Danke. Das können die hier schön unter sich ausmachen. Ich
So einfach wird man hier. Ich weiß gar nicht, wollen wir die überhaupt ausplündern? Die. Oh ja, gewildes Schweinefleisch nehmen wir mit. Aber ansonsten zwirn. Und gegrilltes Schweinefleisch. Das Zeug brauchen wir alles nicht. Unser Gift der Erhängten könnten wir mal wieder nachfüllen. Oh, hier gibt es noch mehr. Ach du Scheiße. Das hat ja weit gefeuert. Das war so gar nicht geplant. Wer ich? Wieso nicht? Da ist er, der Bogenschütze. Ich glaube, er ist tot. So, ich glaube, er ist auch tot. Da liegt einer. Ich glaube, der könnte auch tot sein. So, hier schleicht noch einer hinterm Haus rum. Hi! Bogenschütze. Wolltest du auf mich schießen, ja? Kann ich ja gar nicht leiden. So, da hoch müssen wir gleich. Das gehen wir am besten von innen an, denke ich. Keine Ahnung. Oh, 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 oh. Oh. Oha. Might wanna look around some. Ich kann immer die Tiere nicht erkennen. Könnte ein Bär sein. Was haben wir denn hier? Ein Beigekopf brauchen wir vielleicht nicht unbedingt. Gegrilltes Hühnerbein? Schon eher. Gebratenes Fleisch? Ja. Ja. Warum liegen die denn hier so breitbeinig? Alle. Ist das jetzt so ein neuer Trend oder? Ach, redanischer Kräuterschnaps, Zwergenschnaps, Eisenbahn, nicht Jägerhose, das mal hier. Zwerzahnblüten und eine fünfte Essenz, okay, cool. Ein Banditenlager, okay. Ja, nehmen wir mit. Was gibt's hier? Diamantstaub, okay. Aber nichts, das so aussieht wie ein Hexerschema. Was natürlich schon ein bisschen verdächtig ist, denn die Markierung ist ja eindeutig hier. Markierung. Wo ist das Hexerschema? Stumpf 2 will ich nicht. Oh, guck mal, hier wächst ein bisschen Geistblatt. Oh, Alraunenwurzel. Ne, Nieswurz. Ja gut. Ist fast genauso gut. Na, ich vermute beinahe, irgendwo hier muss es einen Geheimgang geben und dass hier oben nichts gibt. Es wäre auch merkwürdig, wenn der Geheimgang einfach so in den Himmel ragen würde. Da schließe ich daraus, dieser Geheimgang muss sich hier unten befinden. Nee, der Typ hier hat nur einen Beilkopf, aber... aha. Sehr hübsch versteckt. Ja, eine meisterlich. Ah, eine Wolfshose. Eine meisterlich gefertigte. Hopp. Elegant abgerollt. So, welchen Weg wollten wir jetzt hier noch? Achso, das ist eigentlich egal. Dann rufe ich mal gerade Plötze her. Dann reiten wir einen Weg hin und einen zurück. Oh, guck mal, Plötze ist schon hier. Perfekt. Plötze, einmal wenden. Dankeschön.
Ziegen gibt's hier. Okay. Faster. Ja, was gibt's denn hier? Wo kommen wir hin? Oh, ein kleines Täublein. Ne, Schnee hier ist hin. Sah auf der Entfernung aus wie ein Taube. Oder ich bin total blind. Hey there. Ist hier irgendwas? Oh, was ist denn das? Ach so, Blutmoos. Das war da nur irgendwie unter die Erde geglitscht. Ein Höhleneingang. Aha. Na, da haben wir es doch. Ich denke, wir brauchen Feuer. Stinks of Carrion. Auftrag. Hier kommt der Bräutigam. Oh nein. Ah, sag nicht, wir sind ja jetzt. Ja, haben wir da jetzt was verpasst oder nicht? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, da hätten wir noch mit Kevin reden müssen. Ich meine, Gott, wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir diesen Auftrag halt. Was ist denn das für eine Stufe eigentlich? 19. Okay, alles klar. Auf geht's. Wobei ich schon gerne erst mit ihm geredet hätte, ne, um mir mal einen Eindruck zu verschaffen. Ich glaube, wir laden das doch irgendwie nochmal. Wir machen also gleich hier weiter, rennen nicht hier rein. Und kurzer Cut. Ist tatsächlich so, ne? Wir müssen noch Kevin nach dem Auftrag fragen. Ja, ich meine, klar, hätten wir jetzt machen können im Dorf irgendwie, haben wir aber nicht. Haben wir nicht mit Kevin gesprochen, weil wir das auch schon wieder vergessen hatten, so ein bisschen. Das machen wir später. Da legen wir noch mal eine Runde ein, oder wollen wir das jetzt machen, Leute? Ich weiß nicht. Habt ihr Bock drauf, so ein bisschen hier die Monster jagen zu gehen? Wenn wir schon mal hier sind, dann müssen wir jetzt zurückreiten. Ins Dorf, mit Kevin reden. Slower. Giddy up. Und dann könnten wir das auf jeden Fall machen. Ich glaube, so weit ist es auch nicht, ne? Wir schauen nochmal auf die Karte. Nee, so weit ist es echt nicht. Okay, wisst ihr was, wir machen das. Und wir machen das aber schön von vorne. Hier steht immer nur Skellige. Ja, blablabla. Ein faires Tal wegen dem Drachen. Oh ja, das wollten wir auch noch machen irgendwann. Der meistgesuchte von Skellige. Hier kommt der Bräutigam. Den hatten wir unten am schwarzen Brett angenommen, den Auftrag. Im Dorf des Clan Brock war auf Spiekeroog, nahm Geralt einen Such- und Rettungsauftrag an. Der Auftraggeber Kevin behauptete, der Vermisste habe vor der Hochzeit kalte Füße bekommen und seine Verlobte sitzen lassen. Doch diese war sicher, dass ihr Liebster von einem Monster geschnappt worden war. Ja, das werden wir mal herausfinden. So, wir werden hier mal ein bisschen Gas geben. Die Insel ist sehr friedlich. Da rennen wir auch nichts rein. Und da haben wir uns den Weg hier... Oh ne, doch links, ja. Plötzlich Navi ist sich da sicher, weil es ein kleines Kind im Wald. Okay, ist das vielleicht ein kleinwüchsiger Jäger? Keine Ahnung. Fragt mich nicht. Sah sehr klein aus. Oh, Plötze. Geländegängig. Sehr. Unser kaputtes Boot ist weg. Hey, Kevin. See you not from round here. What's brought ye to Spiekeroog?
Dein Auftrag hier am schwarzen Brett. Ich habe den auf 200 Seemeilen Entfernung gebrochen. Heard you've got a job for a Witcher. Aye. My sister's near drilled a hole in me, got pestering me. I hung a notice, hoping she'd let up. Truth be told, didn't really expect anyone to take an interest. What's this about? My sister's betrothed. He's disappeared. Folks say he done a runner. Sis claims she saw a beast carry him off. Und glaubt seiner Schwester jetzt nicht, oder was? Sensing you just don't believe your sister. They had their ups, they had their downs. Nils, thoroughbred skirt chaser, and Brit's just not easy to be around. But family's sacred. You willing to look into this? Ja, natürlich. Was gibst du mir dafür? Finding Nils won't be easy. Reward you posted's not enough. Bring him home, and I'll spare no coin. Need to hear something specific. A sum. First, you gotta tell me something specific. What happened to Nils? Okay, wir können also bis 322 hochgehen. Das sind 73, ne? Wir versuchen es erstmal 300. Da wird er sagen, oh no! Have the gods forsaken ye? I could get a whole village to do the searching for that. Also was wir hier rausholen können, ist lächerlich. Wir versuchen mal 280. Well now, dunno. Would you consider dropping it a bit? Ein bisschen, ja. Well now, dunno. Would you consider dropping it a bit? Dein Ernst. Well now, was? Dunno. Would you consider dropping it a bit? Also, 249 Münzen ist der Grundbetrag und ich habe jetzt versucht, hier nicht mal 10% als Bonus rauszufalschen. Agreed. 260, okay. Statt 249. I want to talk to your sister first off. Britt and Nils have their favorite spot. Cliffs north of the village. Ever since he went missing, she's been wandering about there. Thanks. I'll go see her. What's your step? Okay. Sprich mit Britt. 104 Schritte. Die laufen wir natürlich nicht. That's it, Roach. Whoa there, Roach. Ja, vielleicht wären wir die mal lieber gelaufen. Hier unten lang zu reiten ist nämlich nicht gerade einfach. So, hier diesen Weg sollen wir nehmen. Oder den hier unten. Einen von den beiden. Oh, was ist denn das hier? Ein Typ auf dem Pferd. Okay. Hier sind besagte Klippen. Und da ist Brit oder Britta. Need to talk to you. Leave me be. Das sei doch nicht so. Did you see Nils die? I saw a shadow, great wings, like a cloud passing over the sky. Then super. I heard him scream. Something grabbed him, lifted him up, then flew off towards the caves on the shore. But he was alive, screaming my name. I'll look into it. Hm, großartig. Those caves Britt mentioned. Yep, eine gute Idee, Geralt. Mal gucken, ob die Höhle zufällig da ist, wo ich denke, dass sie ist. Oh, zufällig schon. Okay. Plötzlich, Navi, bitte entscheide dich frühzeitig, wo wir lang müssen. Aus dem Weg. Ja, ja, gut gemacht, Plötze. Ach, wow. Kamera.
Take it easy. So hier links, ja, okay. Ach Gott, was bist du? So, jetzt können wir wieder ein bisschen Gas geben, hoffe ich. Und da müssten wir auch gleich wieder in dieser Höhle sein. Und dann können wir endlich so ein paar Untote, Ertrunkene, was auch immer, anzünden. Ist diese Elfenruine, ne? Die sieht man in der Tat ziemlich weit. Und von hier aus sieht die nicht weniger hübsch aus. Muss man ganz klar sagen. So, Feuer brauchen wir. Einmal kurz speichern. Auf geht's. Stinks of carrion. Necrophages. Haben wir Nekrophagenöl auf unserem Schwert, frage ich mich gerade. Und wenn nein, warum nicht? Du bist Nekrophagenöl. Und wo ist unser Gift da hinten? Da. Natürlich kann ich. Kann ich nicht? Kann ich doch. Kann ich. Sehr gut. Wahrscheinlich nicht, nee. Siren tracks. A very big siren. Oh, herrlich. Die Giga-Sirene. Na gut. Die Spuren da lang führen. Gucken wir erstmal hier in die Ecke. Schleicht irgendwas rum. Rennt der? Nee, leider nicht. Aber wir versuchen mal hier rüber zu springen. Ungefähr so. Brief an Ingeborger Kalebsdotter und ein Schema für die Bärenausrüstung. Ja, da hat es sich doch gelohnt, hier oben lang zu stiefeln. Auch wenn das gerade nicht unser Auftrag war. Wo kommt man denn hier? Kommt man da auch anders hin? Ich denke schon, ne? Vielleicht lesen wir erstmal diesen Brief. Meine liebste Ingeborga, unleserliches Fragment. Am ersten Tag des Sommers in Fort Thyrsach eingetroffen. Dort hielt er sich auf und leerte mehr als ein Fass Met mit dem Jarl. Bald waren sie dicke Freunde. Eines Tages dann ließ Jarl Torgir mich rufen. Nach Spiekeroog sollte ich mit ihm segeln und ihm zeigen, wo die meisten Sirenen zu finden seien. Ich übertreibe nicht, meine kleine Gemse, wenn ich dir sage, dass ich mein Lebtag keinen Krieger wie ihn getroffen habe. Er ist schlüpfrig wie ein Aal und stark wie ein Bär. Als die Sirenen auf uns eindrangen, hatte ich meine Axt noch gar nicht richtig gepackt. Da hatte er sie schon alle niedergemacht. Und seine Waffe, solcherlei sah ich nie. Eine Armbrust, aber so klein, dass er sie einhändig führt. Ich weiß, dass er eine Zeichnung davon in den Satteltaschen mit sich führt, weil ich sie sah, als er packte. Und wenn er schläft, werde ich versuchen, eine Kopie anzufertigen, die ich unserem Schmied auf Anskellig geben kann, auf dass er weitere Armbrüste anfertige. So können wir uns vor den Sirenen schützen, falls sie zurückkehren. Unleserliches Fragment. Sobald der Tag anbricht, verschwinden wir. Es kommen immer mehr Sirenen, meine Hände sind taub vom Schwertschwingen. Ich bin erschöpft, doch der Gedanke an dich gibt mir Kraft. Der Rest des Briefs unleserlich.
Ja, irgendwas sagt mir, er hat es nicht aus dieser Höhle herausgeschafft, nachdem er diese wunderbare Kopie angefertigt hat. Also, da unten sollen wir uns also ein bisschen umsehen. Der Sirenenspur folgen. Und dann kommen wir irgendwo da vorne auch um die Ecke, in diesem Höhlenabschnitt, den wir eben von oben gesehen haben. Aha, zwei davon. Die erledigen wir doch gleich mal. Hallo Freunde. Feinde. Monsterleber. Ja, wer viel trinkt, braucht auch viel Leber. Hier ist angeblich noch ein Monster irgendwo, keine Ahnung. Ich frage mich, was das für eine Spur ist. Hat die sich hier lang geschlängelt? Mit ihrem Fischschwanz oder eine Wasserflasche? Immer wieder nützlich. Ehrenfell. Ach, nehmen wir das Zeug mit. Brot nehmen wir auf jeden Fall mit. Nicht, dass wir unterwegs Hunger bekommen und dann. Ich wäre aber. Noch ein Brot. Ah, okay. Noch ein Brot. Okay, hier kommen wir tatsächlich nicht durch. Ein bisschen unheimlich hier aus. Ich würde sagen, Jungs und Mädels, das wäre vielleicht die richtige Stelle, um hier beim nächsten Mal weiterzumachen. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis dann. Ciao!